Ja, ihr Lieben, herzlich willkommen. Wir sind mitten da, wo du jetzt bist, nämlich in keiner besonderen Situation, sondern in der einzigen Situation, in der du jetzt sein kannst. Ich bin hier gerade im Lichthologramm Welt auf dem Bahnhof in Melle. Oder so. Bünde. zweimal verfahren und jetzt muss ich wieder irgendwo hin, um dann von da aus wieder irgendwo anders hinzukommen. Und so sieht es halt aus in Raum und Zeit und hindert mich das daran, mich zu erinnern, wer ich bin. Was ist der Christus? Lass uns mal zusammen hören. Christus ist Gottes Sohn, wie er ihn schuf. Er ist das Selbst, welches wir miteinander teilen und das uns miteinander eint und auch mit Gott. Er ist der Gedanke, der nach wie vor im Geist wohnt, der seine Quelle ist. Er hat sein heiliges Zuhause nicht verlassen, noch hat er die Unschuld verloren, in welcher er erschaffen wurde. Gottes Sohn hat die Unschuld nicht verloren, in welcher er erschaffen wurde. Er weilt unverändert und für immer im Geist Gottes. Christus ist das Bindeglied, das dich eins mit Gott erhält und dafür bürgt, dass die Trennung nicht mehr als eine Illusion der Verzweiflung ist. Also wenn du verzweifelt bist, wisse, dass das eine Illusion ist. Denn Hoffnung wird für immer in ihm weilen. Ich wende mich einfach ihm zu, der ich selber bin. Dein Geist ist Teil des Seinen und der Seine Teil des Deinen. Er ist der Teil, in dem die Antwort Gottes liegt, wo sämtliche Entscheidungen bereits getroffen und Träume vorbei sind. Und wenn du dich mit ihm vereinst, mit diesem Teil, dann siehst du, dass alles tatsächlich wegfällt, was gerade noch wie etwas vor dir Liegendes aussah. Er bleibt von allem unberührt, was die Augen des Körpers wahrnehmen. Denn obwohl sein Vater die Mittel für deine Erlösung in ihn gelegt hat, bleibt er dennoch das Selbst, das wie sein Vater keine Sünde kennt. Ja, also wovon Erlösung, wenn es keine Sünde gibt? Na, scheinbar gibt es da einfach nur eine Idee, die Erlösung braucht. Als Heim des Heiligen Geistes und in Gott allein zu Hause bleibt Christus in Frieden im Himmel deines Heiligen Geistes. Das ist der einzige Teil von dir, der in Wahrheit Wirklichkeit besitzt. Der Rest sind Träume. Doch werden diese Träume Christus übergeben werden, um vor seiner Herrlichkeit zu verblassen und dir endlich dein heiliges Selbst, den Christus, zu offenbaren. Der Heilige Geist reicht aus dem Christus in dir in alle deine Träume und heißt sie, zu ihm zu kommen, um in die Wahrheit übersetzt zu werden. Nimm genau diesen Traum, warte nicht auf ein besseres Setting, warte nicht darauf, dass das Kind hinter dir nicht mehr klappert mit dem Automaten, sondern sag, ah nee, das ist genau der Traum, der jetzt endet in Christus. Er wird sie gegen jenen letzten Traum eintauschen, den Gott als Ende der Träume bestimmt hat. Denn wenn Vergebung auf der Welt ruht und Friede zu jedem Gottessohn gekommen ist, was könnte es noch geben, um die Dinge weiterhin getrennt zu halten? Denn was bleibt dann zu sehen außer Christi Antlitz? Guck mal, da ist so viel Energie in dieser Erinnerung und so viel Licht, dass du alles, was du jetzt vor dein geistiges Auge bekommst, was du in deinen Gedanken an Beschäftigungen unterhältst, einfach ihm übergeben kannst, weil du siehst, das ist einfach meine Ablenkung vor dem Licht, das die Wahrheit ist, dass ich selber bin. Und wie lange wird dieses heilige Antlitz gesehen werden, wenn es nur das Symbol dafür ist, dass die Zeit des Lernens nun vorbei und das Ziel der Sühne zu guter Letzt erreicht ist? So lass uns denn das Antlitz Christi zu finden suchen und auf nichts anderes schauen. Wenn wir seine Herrlichkeit erblicken, werden wir wissen, dass wir weder des Lernens noch der Wahrnehmung noch der Zeit bedürfen, noch irgendetwas außer des Heiligen Selbst, des Christus, den Gott als seinen Sohn erschaffen hat. Und in einer Offenbarungserfahrung, die ich vor einigen Jahren hatte, ich genau gesehen, es ist unbeschreiblich, wir können es nicht mit Worten beschreiben, außer dass es einfach Wille ist, das, was wir sind. Und es hat mit Wahrnehmung tatsächlich überhaupt nichts zu tun. Es lässt sich auch nicht kommunizieren, bedeutungsvoll mit Worten kommunizieren. Es ist einfach alles Wille.